Hallo, hallo und herzlich willkommen zu eurer wöchentlichen Dosis WandaVision und Marvel hier auf diesem Kanal. Falls ihr neu hier seid, mein Name ist Nadja und ich führe euch wöchentlich durch die Folgen WandaVision mit der Suche nach Easter Eggs und Plot Twists. Schnappt euch also euren Kaffee, lehnt euch zurück und analysiert mit mir die Folge 8 von WandaVision. Noch bevor die Folge wirklich beginnt, sehen wir das Ende des Marvel Studios Intros, das sich lila färbt. Das Lila ist selbstverständlich Agatha Harkness zuzuschreiben, wie wir vergangene Woche erfahren haben. Wie bereits vermutet, erhalten wir einen Einblick in Agathas Hintergrundgeschichte, welche mindestens bis ins Jahr 1993 nach Salem in Massachusetts zurückgeht. Wir sehen Agatha, die von einem bzw. ihrem Hexenzirkel an den Pranger gestellt wird. Geführt von Agathas Mutter selbst, schließen sich die Hexen zusammen und greifen Agatha an, welche für das Praktizieren dunkler Magie bestraft werden soll. Agatha absorbiert die Magie und tötet dadurch den ganzen Zirkel mitsamt ihrer eigenen Mutter. Durch die Szene erfahren wir auch, woher die Brosche stammt, die Agatha die ganze Zeit mit sich trägt, nämlich von ihrer Mutter. Danach setzen wir wieder im Keller von Agatha ein, wo wir vergangene Folge aufgehört haben. Wanda will Agatha angreifen, doch ihre Magie funktioniert nicht. Dies liegt, wie Agatha erklärt, am Schutzzauber, der durch die Symbole in den Hexagons gehalten wird. Es sind nämlich Runen. Dabei sehen wir ein M, das doch dem House of M sehr nahe kommt. Die zweite Rune zeigt uns zwei Kreise, die mit einem doppelten Strich miteinander verbunden sind. Es gibt noch weitere Runen, die wir jedoch nicht ganz zu Gesicht bekommen. Agatha offenbart Wanda noch mehr von Hexenkünsten, die sie auch beim Namen nennt, als würde sie Wanda die Grundkenntnisse beibringen wollen. Auch Pietro wird erneut angesprochen, der Agathas Machenschaft gewesen war. Mit kristalliner Inbesitznahme hatte sie Wanda glauben lassen, dass Pietro wirklich vor ihr gestanden hatte. Agatha klärt uns dabei auf, dass die Hinaufbeschwörung von Toten nicht durchgeführt werden konnte, da Pietros Körper auf einem anderen Kontinent völlig durchlöchert weilt. Was Agatha von Wanda will, sind Antworten. Antworten zu ihren Kräften. Und damit beginnt sie ein Psychospielchen mit Wanda. Zunächst wehrt Wanda sich, doch Agatha nutzt Billy und Tommy als Druckmittel, um Wanda durch eine magische Tür zu locken, die sie in mehrere Momente ihrer Vergangenheit zieht. Ist das etwa der Nexus, auf den wir vergangene Folge Hinweise erhalten haben? Erst sehen wir eine Kindheitserinnerung von Wanda zurück in Sokovia. Der Vater bringt einen Koffer mit Serien zurück, die er hätte verkaufen sollen, wodurch sie aber einen Filmeabend machen. Im Koffer sehen wir Boxen zahlreicher Sitcoms, zu denen uns Parallelen in den Folgen von WandaVision dargestellt wurden. Die Dick Van Dyke Show, Bewitched, Malcolm mittendrin, I Dream of Janine, The Addams Family und einige mehr. Während des schönen Familienabends kommt es leider zu einem unschönen Ende, geschuldet durch eine Stark Industries Bombe, die ins Haus stürzt. Wanda erzählt von dem Erlebnis und erklärt Agatha, dass es bloß ein Blindgänger gewesen sei und nicht sie die Explosion mit ihrer Magie zurückgehalten hatte. Zu dem Zeitpunkt war sie noch nicht im Besitz ihrer Magie gewesen. Diese kam erst während ihrer Zeit bei Hydra, wo sie den Zepter hatte berühren sollen, der 2014 bis 2015 in Hydras Besitz gewesen ist. Wir sehen in einem Rückblick, wie der Mindstone sich Wanda offenbart und sie im grellen gelben Licht die Umrisse von Scarlet Witch vor Augen geführt bekommt. Interessanterweise ist der Moment zwischen Wanda und dem Infinity Stone für Hydra nicht ersichtlich, wie wir auf den Monitoren der Hydra-Wissenschaftler erkennen können. Dann sehen wir Wanda mit Vision im Avengers-Headquarter nach der Schlacht gegen Ultron, wo sie sich in einem Gespräch etwas näher kommen und gemeinsam Sitcoms schauen. Die nächste Erinnerung bringt uns zum SWORD-Headquarter, in dem Wanda versucht, Visions Körper zu bekommen, um ihn zu beerdigen. Dort trifft sie auf Director Hayward, der sie in sein Büro einlädt. Kurzer Einschnitt hier, wir sehen die Raumnummer 101 mit dem Titel Director, welcher die Sicherheitsfreigabe Level 1 trägt, was im Gegensatz zu S.H.I.E.L.D. steht, wo der Director Level 10 ist, bis Coulson die Level-Hierarchie in Staffel 2 abschafft. Hayward zeigt Wanda, was Sword mit Visions Körper macht. Besonders feinfühlig ist der Director dabei nicht. Es wirkt glatt provokant. Er plädiert auf die moralische und gesetzliche Pflicht, Vision zu demontieren, da diese eine Waffe sei. Wanda gefällt gar nicht, was sie sieht und sie platzt hinunter ins Labor. Sword-Agenten richten sofort Waffen auf sie. Hayward beteuert, dass er ihr das Vibranium im Wert von 3 Milliarden US-Dollar leider nicht übergeben dürfte. Auf den Sword-Agenten können wir zwei verschiedene Kürzel mitten auf den Uniformen sehen. Zu einem TAC und SF. Im militärischen Sinne steht TAC für Tactical Air Command, was eine inaktive United States Air Force Organisation ist. SF steht derweil für Special Forces. Hayward gibt Wanda die Möglichkeit, sich von Vision zu verabschieden, was sie auch tut. Hier wird klar, dass Wanda nie Visions Körper geklaut hatte, denn sie verlässt S.W.O.R.D. mit leeren Händen.
Im Auto liest Wanda einen Brief, woraufhin sie nach New Jersey Westview fährt. Wanda nimmt den Brief zur Hand, was eine Grundstücksurkunde ist. Vision hatte für Wanda und sich ein Grundstück gekauft, wo sie sich niederlassen sollten. Aus dem ganzen Schmerz, der sich in ihr ansammelt, erschafft sie Westview, so wie wir es kennengelernt haben mit dem Hex, und projiziert sogar Vision aus ihrer Magie heraus. Nach dieser Erinnerung bemerkt Wanda nun schließlich, dass sich hinter ihrer scheinheiligen Westview-Welt ein Filmstudio befindet und alles nur eine Illusion war. Und dass sie sogar aus ihrer Magie eine gewaltige Spontanerschaffung auf die Beine gestellt hatte. Agatha versteht nun, woher Wandas Magie kommt. Sie fliegt auf der Straße empor und hält provokant die Jungs Billy und Tommy an zauberhaften Leinen zurück, während sie sich mit Wanda unterhält. Agatha wird endlich klar, was für Magie Wanda dort ausgeübt hat, nämlich Chaosmagie, woraus sie schließt, dass Wanda Scarlet Witch ist. Die Art, wie Agatha dies sagt, scheint fast so, als würde sie die Art der Magie nicht als richtig erachten. Darüber erfahren wir wahrscheinlich in der finalen Folge nächste Woche. Und weil Marvel es so gut mit uns meint, bekommen wir erneut eine Mid-Credit-Szene. Wir sehen Director Hayward, der sein Projekt Cataract zum Leben erweckt. Dank der Stark Industries-Drohne, die noch immer rot durch Wandas Magie schimmert, schafft Hayward es, seinen neuen Vision zum Leben zu erwecken. Diese Version von Vision ist White Vision aus dem Comic-Universum. Ein farbloser Gegenpart zum empathischen Vision, wie wir ihn kennen. Das Aufeinandertreffen auf Scarlet Witch wird also durchaus interessant. Die Frage ist nur, was zur Hölle will Hayward damit erreichen? Ich hoffe ja wirklich, dass wir dies auch in der letzten Folge mitbekommen werden. Was ist das große Bild im Großen und Ganzen von Hayward und Sword? Und wo zur Hölle ist Monica? Und das war die vorletzte Folge von WandaVision, die wir gesehen haben. Und ja, wir haben einige Antworten bekommen, aber auch immer noch viele Fragen, die sich uns stellen. Es ist ein wirkliches Durcheinander zum Ende der Serie hin. Die nächste Folge soll nämlich die letzte sein. Die Woche darauf werden wir höchstwahrscheinlich ein Making of WandaVision bekommen. Und darauf die Woche, am 19. März, geht es auch schon los mit Falcon and the Winter Soldier. Marvel meint es dieses Jahr gut mit uns und hat keine langen Pausen zwischen den Serien gesetzt. Ich bin aber gespannt, ob Hayward nun Vision oder White Vision tatsächlich nach Westview schicken wird. Ich bin gespannt, ob Agatha nun wirklich böse oder gut ist. Das ist noch so ein Zwiespalt, wo ich mich nicht richtig setzen kann. Ich glaube eher, Agatha ist so ein bisschen verrückt, aber nicht zwingend die böse Person hierbei, auch wenn es zum Anfang hin den Schein dazu hatte. Ich bin gespannt, was ihr denkt. Also vergesst nicht, einen Kommentar zu hinterlassen, damit wir eine Diskussion starten können. Wenn ihr mehr diskutieren wollt über Marvel und WandaVision, kommt gerne in den Discord. Der Link ist ebenso unten in der Beschreibung. Ansonsten lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Vergesst nicht zu abonnieren, um die folgenden Videos und Marvel-Projekte zu sehen. Haltet die Flossen steif und bleibt gesund bis zur nächsten Woche.